Willkommen an Bord der MSC Seaview. Wir waren vergangene Woche vom 10.07. an Bord und möchten euch heute einmal mit einem kleinen Rundgang über das Schiff nehmen. Wir beginnen hier auf Deck 8 mit der Sportsbar. Die Sportsbar ist wie bei MSC üblich dekorativ eingerichtet mit einigen Erinnerungen an die Sportgeschichte. Hier habt ihr so kleine Lounges, um ein Spiel in Ruhe zu verfolgen. Über der Bar hängen natürlich auch Bildschirme, als auch ganz hinten, wie ihr seht, eine große Leinwand oder ein großer Bildschirm. Im Außenbereich ist die Infinity Bridge, auf der anderen Seite ist ebenfalls eine und später zeigen wir euch auch noch eine ganz oben auf Deck 16 am Heck. Wir verlassen jetzt erst einmal die Sportsbar und werden uns in Richtung Aufzüge bewegen, damit wir mit euch von Deck 5 an den Innenbereich erkunden können. Wir beginnen in Deck 5 und gehen dann langsam auf Deck 8 hoch. Hier seht ihr die Aufzüge, die funktionieren anders als gewöhnlich. Man sagt dem Aufzug erst, wohin man möchte, und der lässt dann den passenden Aufzug, in dem Fall G2, kommen. So, der ist hier drüben. Schon ist er da. Das ging alles relativ flott. Die Aufzugskapazität aktuell durch Corona beschränkt auf 4 Personen. Die Beine von diesem Herrn gehören meinem Sohn. Der hat mich im ersten Teil des Rundgangs noch begleitet. Zwischendurch machen wir ein paar Cuts. Aber das werdet ihr dann merken. Und später war er auch nicht mehr dabei, weil die späteren Aufnahmen entstanden zu anderen Uhrzeiten, wo er noch geschlafen hat. So, wir sind jetzt auf Deck 5 und werden uns erst einmal, ja, scheinbar orientieren, ja, genau, hier zur Kunstgalerie bewegen. Genau, so, hier ist die Kunstgalerie. Darüber befindet sich auch ein Shoppingbereich, den wir irgendwie beim Rundgang erst übersehen haben. Aber den spielen wir euch nachher ein. Wir gehen jetzt durch die Kunstgalerie in Richtung Rezeption bzw. das komplette Atrium. Hier in dem Bereich fanden dann abends auch die Nachmessungen der Temperatur statt. Es wurde beim Frühstück als auch beim Mittagessen Temperatur gemessen. Wer hier irgendwie durchgeschlüpft ist, weil er entweder in der Kabine gefrühstückt hat oder über einen Hintereingang ins Restaurant kam, der hatte einen Kabinenbrief dann ruckzuck auf der Kabine und musste dann hier am Abend die Temperatur noch kontrollieren lassen. So, wir nähern uns jetzt dem Atrium. Hier links seht ihr schon den Photoshop. Der Photoshop ist nicht nur für die Ausgabe und Beratung bei den Bildern zuständig, sondern auch für das Internet an Bord. Also wenn ihr mal Probleme habt mit euren Geräten beim Einloggen, geht einfach hier zum Photoshop. Ich war zuerst in der Rezeption und wurde dann direkt hier rüber geschickt und das Problem wurde auch ganz schnell gelöst. Hier einer von den Terminals, wo ihr eure Kreditkarte mit der Cruise Card verbinden könnt, damit dann alle Abbuchungen sofort über die Kreditkarte erfolgen, die ihr an Bord tätigt. Eins von den Infoterminals, davon findet ihr zahlreiche an Bord. So, und jetzt hier rechts seht ihr die Seaview Bar und da hinten die Rezeption. Das Atrium erstreckt sich von Deck 5 bis zu Deck 8. Hier fand dann abends auch mal Live-Musik statt. Die Bühne seht ihr nachher später, die ist nämlich über der Seaview Bar auf Deck 6. Die Rezeption selbst war immer relativ leer, also so wie man es gar nicht gewohnt ist, gerade am ersten Tag. Aber es waren auch wohl nur 1600 Passagiere an Bord auf dieser Reise. Und wenn dann auch alles gut läuft, hat man ja auch wenig an Rezeption zu klären. So, jetzt kommen wir zum Restaurant Golden Sand auf Deck 5. Das war unser Restaurant. Hier gab es 2 Tischzeiten und das My Choice Dining. Also My Choice für alle Aurea-Gäste, die kommen und gehen möchten, wann sie wollen zum Essen. Wir hatten dann als Aurea-Gäste da hinten eine Ecke, wo nur die Aurea-Gäste betreut wurden. Der Vorteil ist halt, man kann, wie gesagt, kommen und gehen, wann man möchte.
Der Nachteil ist, man hat immer einen anderen Tisch oder meistens einen anderen Tisch und damit auch einen anderen Kellner. Also kein Kellner kann sich auf eure sonstigen Wünsche einstellen. Also wenn ihr beim ersten Abend ein Bier bestellt, weiß er eigentlich am zweiten Abend, dass ihr auch wieder ein Bier möchtet. Wenn ihr aber einen anderen Kellner habt, tja, dann natürlich nicht. Aber es war überraschend, wir hatten am ersten und am letzten Abend denselben Kellner und er wusste tatsächlich noch, was wir am ersten Abend getrunken haben. So, hier das Silver Dolphin Restaurant, das zweite Restaurant auf Deck 6. Hier gab es zu unserer Reise nur eine Tischzeit um 18.30 Uhr. Hat auch ausgereicht wahrscheinlich aufgrund der geringen Auslastung an Bord. Wir sind jetzt auf Deck 6 und wie ihr seht, hier überall auf allen Decks im Atrium genügend Sitzplätze, Sitzgelegenheiten mit einer fantastischen Aussicht, gerade wenn man auf See war. Auch wenn die Bars hier alle leer sind, egal wo ihr euch hingesetzt habt, irgendwo kam jemand und hat dann nach einer Bestellung gefragt. Ihr seht, da hinten steht auch wieder einer von der Crew und nimmt eine Bestellung auf. Hier drüben die angekündigte Bühne, direkt über der Seaview Bar. Hier links der Ausflugscounter. Der Ausflugscounter auf Deck 6 war immer recht gut besucht. Es gibt noch einen zweiten, der war immer schön leer. Also da gehen wir nachher auch noch vorbei. Wenn ihr hier eine Schlange seht, versucht ihr erstmal beim anderen. Der liegt etwas versteckt. So, gegenüber die Aida Aura. Dahinter die bereits verkaufte Aida Kara. Die könnt ihr jetzt nicht sehen, nur erahnen. Schade um dieses schöne Schiff. Und was mit der Aura passiert, war ja zu dem Zeitpunkt heute auch noch nicht klar. Hier befanden wir uns in einer Sackgasse. Also gehen wir wieder zurück. Überall auch die Hinweise zu Hygiene, zu Abstandsregeln auf dem ganzen Schiff, auch überall Desinfektionsspender. Klar, war auch einer mal zwischendurch leer, kommt vor, aber die wurden auch immer wieder rechtzeitig nachgefüllt. So, wir gehen jetzt hoch auf Deck 7. Und hier die Future Cruise, wo man sich über künftige Reisen informieren kann. So, wir kommen jetzt zur Heaven Lounge. Hier gab es am Abend auch immer Aktivitäten, ob Karaoke, Hollywood Quiz, Tanzabende, Live-Musik. Tagsüber gab es für die Kinder hier zum Beispiel Masterchef Kids. Da haben die Kinder dann selbst ein wenig gekocht und gebacken. Hier die Bühne. War eigentlich abends immer sehr gut besucht. So, hier hinten am Ausgang von der Lounge kommen wir zum Billardraum. Billard, Schach. Leider waren die Kugeln nach dem ersten Tag verschwunden. Also am ersten Tag haben wir hier noch schön gespielt. Danach keine Chance mehr. Wahrscheinlich auch aus hygienischen Gründen alles abgeräumt. Wir kommen zum Pooldeck, zum Beach Pool. Der Bereich ist bestimmt für die Raucher interessant, denn ab hier, wo die Stühle stehen, dürft ihr rauchen. An den Tischen, wenn ihr euch hinsetzt, müsst ihr einfach nur nach einem Aschenbecher fragen, der wird euch dann gebracht. Wer sich hier nicht hinsetzen möchte, der hat auch hier die Möglichkeit, um die Ecke sich in den Club der Raucher mit einzugliedern. Wie ihr seht, wir haben sich schon genügend die Stühle hingestellt. Ascher gibt es auch genug. Wir gehen jetzt wieder zurück an der Bar vorbei. Den Poolbereich, den zeige ich euch jetzt nur mal kurz, weil der war schon besucht, wie ihr seht. Und wir kommen nachher nochmal wieder, wenn er leerer ist, bei einem der anderen Cuts.
hier die Eisbar, die Venci Gelato Eisbar. Für die Kinder natürlich das Paradies. 1,80 Euro pro Kugel plus Service Charge ist natürlich nicht mehr in den Getränkepaketen enthalten. Jetzt gehen wir in die Garage oder der Garage Club. Auch hier gab es am Abend Musik und die Möglichkeit, ein wenig zu feiern, zu tanzen. Tagsüber ist der Bereich eigentlich eher so von den Teens besucht worden. Der schöne Oldtimer da hinten hat auch seinen Zweck. Das ist nämlich das Mischpult für den DJ. So, wir gehen jetzt weiter. Hier nochmal ein Terminal. Hier berühren, dann machen wir da glatt. Hier könnt ihr Aktivitäten an Bord buchen, Ausflüge, euch über Massagen informieren. Alles, was ihr auch sonst in der App erledigen könnt. Jetzt gehen wir weiter ins Arcade und Bowling. Hier die Bowlingbahn natürlich, aber auch der Formel 1 Simulator und das 4D-Kino. Allerdings Bowling haben wir nicht einen spielen sehen. Weiß gar nicht, ob die jetzt offen war, geschlossen hatte. Was auf jeden Fall geschlossen hatte, war der Formel 1 Simulator, während das Kino zwischenzeitlich geöffnet war. Ja, die Gründe für den geschlossenen F1-Simulator konnte man uns nicht sagen. Ob es an Hygiene lag, wenn sie das Kino desinfizieren können, können sie den Formel-1-Simulator ja auch bestimmt desinfizieren, kurz nach jeder Benutzung. War für meinen Sohn natürlich ein Schock. Der große Formel-1-Fan, der zu Hause nur an der Xbox hängt, konnte hier nicht fahren wie sonst auf den MSC-Schiffen. So, wir nähern uns wieder dem Atrium. Schauen mal hier nach rechts, wo scheinbar nichts war. Gehen wieder durchs Atrium. Auch hier auf diesem Deck, dem Deck 7, ganz viele Sitzmöglichkeiten. Die Champagnerbar. Werfen wir noch mal einen Blick kurz über das Atrium. Hier ein Uhrengeschäft. So, wir gehen jetzt von hier aus Richtung Casino. Hier seht ihr noch mal ein Informationsboard, wo die Startzeiten für die Ausflüge dargestellt werden. Wenn keine Startzeit hier stand, hatte man diese aber auf dem Ticket. So, wir kommen jetzt zum Casino. Im Casino gab es eine Besonderheit, die bei den Nichtrauchern auf großes Unverständnis stieß. Und zwar, auf der rechten Seite durfte man rauchen. Rauchen heißt ohne Maske. Während alle, die sich links an den Spieltischen befanden, Maske tragen mussten, obwohl sie nicht geraucht haben. Also, da ist, glaube ich, noch Entwicklungspotenzial bei MSC. So, wir gehen jetzt hier durchs Casino weiter raus und nähern uns dem Bug. Und was ist im Bug immer? Das Theater. Das Theater hat zwei Eingänge, einmal eins auf Deck 6 und dieses hier, diesen Eingang hier auf Deck 7. Abends bis zu 3 Shows. Gerade am letzten Abend wurde die Aufführung auf 3 Zeiten festgelegt. Tagsüber konnte man hier unter anderem Bingo spielen. Ich glaube, die Bingo-Karte kam pro Stück
10, 15 Euro oder 4 Stück für 40. Ich selbst habe nicht gespielt. Meine Frau natürlich, wie immer auf jeder Reise, eine Runde Bingo muss sein. Und wie immer nur an Erfahrung gewonnen. So, wir gehen jetzt auf Deck 8. Das letzte Deck hier im Innenbereich. Hier links MSC Aurea Spa. Massage, Pediküre, Maniküre, Friseur wurde alles angeboten. Die Sauna war geöffnet, das Dampfbad nicht. Da drin haben wir natürlich nicht gefilmt, daher hier ein paar Bilder eingespielt. Eingangsbereich, Ruhezone, die Sauna und die verschiedenen Kälteduschen. So, wir gehen weiter. Und schauen hier einmal kurz jetzt noch nach rechts, wo der Gym war, der MSC Gym Bereich. Den habe ich ehrlich gesagt auf keiner Reise bisher genutzt, auch wenn man es sollte, gerade bei dem ganzen Essen. Aber irgendwie bei den Ausflügen kommen ja genug Schritte zusammen und bei den Seetagen, auch wenn man irgendwas mal auf der Kabine vergessen hat. Da kann man mal ganz schnell 300 Meter übers Schiff laufen. So, Toiletten auch auf jedem Deck zahlreich vorhanden, also öffentliche. Hier kommen wir wieder zum Plaza. Hier rechts war die Sportsbar. Hier konnte man abends auch Schnäppchen machen, die Rabattaktionen gab es hier für Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck, Handtaschen, Mode. Es gab eigentlich jeden Tag was anderes. Am letzten Abend nannte man es dann Black Sale. Vorbei an der Sportsbar. Einmal über die Brücke des Casinos auf die andere Seite. Hier ist die Seaside Lounge, hier links. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob das so ein Raucherbereich war oder einfach nur eine gemütliche Bar. Jedenfalls habe ich da auch nie einen Rauchen gesehen. Aber das kennt man ja von anderen MSC-Schiffen, dass die auch so eine spezielle Lounge hatten, nur für die Raucher. Und gerade wenn hier drunter das Casino ist mit dem Raucherbereich, würde es sich sogar anbieten. So, wieder Schmuckbereich. Und jetzt hier vorne rechts, ihr seht es schon, das ist der zweite Ausflugscounter, der immer weniger besucht war als der unten. Und direkt daneben der Logo-Shop, wo man einiges an Geld lassen kann. Nochmal ein Blick auf die Aura. Hier L'Atelier Bistro. Ja, wie sagt der Logo-Shop? Eigentlich immer gut besucht gewesen, wenn er geöffnet hatte. Ich weiß gar nicht, ob man hier zu normalen Zeiten, weil es ja ein Bistro ist, auch kleine Snacks bekommt. Auf unserer Reise gab es hier nur Getränke. Wirkt alles halt sehr französisch. Das heißt wirkt, das war ja so gedacht. So, hier seht ihr, ihr könnt auch diese Codes über das Handy, über die Kamera einlesen, dann wird euch sofort die Getränkekarte angezeigt. Auf dem Schiff gab es fast überall identische Getränkekarten,
Er musste sein Handy natürlich nicht jedes Mal benutzen. Derjenige, der von der Crew kam, der hat euch dann auch gerne eine Karte gebracht. So, hier das Marketplace Buffet Restaurant. Ihr seht, Mittagszeit und es wird wieder Fieber gemessen. Ohne Fieber messen kein Eintritt. Und irgendwann musste man ja mal essen, so stellte man sicher, dass wirklich alle jeden Tag die Temperaturkontrolle machten. So, hier nochmal ein Wegweiser für alle, die sich nicht zurechtfinden. Und jetzt sind wir hier oben fertig und jetzt springen wir nochmal zu Deck 6, den Shopping-Bereich, den ich vorhin übersprungen hatte. Hier die Venchi Chocolate Bar, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Hier in dem Bereich befanden sich, ja, ein relativ schneller Schwenk, die Boutique, daneben Accessoires, Handtaschen, auf der anderen Seite die Parfümerie, genau dort, ja, und da ganz links, da seht ihr noch den Süßwaren-, Spielwaren- und Drogeriemarkt. Hier drunter geht es dann zur Orientierung wieder in die Kunstgalerie, wo wir unseren Rundgang auf Deck 5 begonnen haben. So, jetzt sind wir auf Deck 19. Das Top 19 Sonnendeck. Für alle Aurea-Gäste, man muss die Karte vorzeigen, sonst geht die Tür nicht auf. Oder auch gegen Aufpreis tagesweise nachzubuchen für Bella- oder Fantastica-Gäste. Inklusives Sonnendeck, gerade wenn das Schiff gut besetzt ist, hat man hier wahrscheinlich mehr Ruhe als auf dem normalen Pooldeck. Das war unser Lieblingsplatz. Wie ihr seht, hier war eigentlich nie etwas los. Vereinzelt gab es dann immer mal Passagiere, die sich hier verirrt haben. Hier hinten ein Whirlpool. Auf der anderen Seite auch. Hinten, wenn ihr jetzt nach rechts schaut, eine kleine Kuschelecke. Und da ganz hinter ist natürlich das Yachtclub-Sonnendeck. Hier auch, in dem Bereich, wo wir gerade sind, Rauchen erlaubt. Aschenbecher bekommt ihr an der Bar bzw. von der Crew. Der Herr hier hat immer die Handtücher ausgegeben und auch kontrolliert, dass nicht hier jeder rein und raus rannte, der hier nicht hingehörte. Hier ein Blick schon mal in den Jungle Pool, den Indoor Pool mit dem auffahrbaren Dach. Zwischendurch wurde es auch mal geöffnet, so ein, zwei Ebenen, damit unten auch mal frische Luft ankam. Hier hinten ein zweiter Ausgang, damit man mal ganz schnell zum Aquapark kam als Elternteil. Zurück konnte man hier nur durch die Türe, wenn man seine Karte vorgehalten hat. Das funktionierte nicht immer, manchmal war die Tür auch ganz offen. Auch hier wieder ein Whirlpool, davon gibt es ja genügend auf dem Schiff. So, hier haben wir 2, 3 der 4 insgesamt vorhandenen Rutschen. 3 der 4 Rutschen sind in Betrieb. Die vierte Rutsche ist da gegenüber, seht ihr jetzt gerade nicht. Da der Anfang, das Blaue. Das ist die Reifenrutsche. Die ist allerdings Corona-bedingt außer Betrieb, weil laut Crew sie jedes Mal die Ringe sonst desinfizieren müssten, nachdem ein Kind oder ein Erwachsener damit gerutscht ist. Ja, wie ihr seht, sehr schön gestaltet hier der Aquapark. Die Wasserspiele, zum Klettern oben genug. Also die Kinder haben hier wirklich Spaß. Drumherum auch überall liegen, in entsprechendem Abstand. Darum bittet man auch, dass der Abstand eingehalten wird von den Liegen, also nicht, dass man sich mit einer Familie dann 4 Liegen zusammenschiebt, weil dann müsste ja jedes Mal die Crew die wieder auseinanderstellen, also die bitte auf den 2 Meter Abstand belassen. Da oben der Sportplatz,
Den zeigen wir euch im Abspann nachher nochmal kurz. Hier die Rutsche mit den Ringen oder Sitzkissen. Drumherum um den Aquapark auch überall Wasserkanonen. Als Erwachsener sollte man sich also in Acht nehmen, wenn man hier einfach mal so vorbeiläuft. Und wir gehen jetzt weiter Richtung Heck und kommen dann zum Panorama-Pool oder auch zum Panorama-Deck. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das so genannt wird. Hier übrigens nochmal ein Rochebereich. Auch hier oben noch eine Bar. So, der Panorama-Pool auf Deck 16. Wie ihr seht, es ist eigentlich Frühstückszeit, aber es ist schon einiges los. Daher gehen wir jetzt auch nicht dort runter. Gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der nicht gefilmt werden möchte. Wir kommen dann nochmal an einem anderen Tag wieder, etwas zeitiger morgens, wenn hier nichts los ist. So, auch hier, wir gehen jetzt runter auf Deck 18. Hier auch ein Aschenbecher. Auf Deck 18 hinter diesen Wänden hier befindet sich der Kids Club, also auch der Teensbereich. Der Kids Club hatte geöffnet jeden Tag bis 23 Uhr. Also die Betreuung der Kinder ist sichergestellt. Dabei kann man auch auswählen, ob man die Kinder selbst entscheiden lassen möchte, wann sie kommen und gehen. Kommt natürlich aufs Alter an. Oder ob sie von den Eltern immer abgeholt und da gebracht werden sollen. Diese Möglichkeit ist natürlich für die Kinder sehr schön. Gerade wenn die Kinder etwas älter sind und man als Eltern weiß, ob man den Kindern vertrauen kann. Weil der Kids Club hatte immer wieder ein Programm, den ganzen Tag über. Das habt ihr auf der Kabine dann, wenn ihr die Kinder hier angemeldet habt. Und dann konnten die Kinder frei entscheiden, wann sie zu einer interessanten Aktion hier im Kids Club erschienen. Oder wann sie dann doch lieber auf Kabine waren oder sich sonst wo auf dem Schiff aufgehalten haben. So, wir gehen jetzt hier auf Deck 18. Deck 17 gibt es übrigens nicht, ist in Italien eine Unglückszahl. Nach hinten wieder, Entschuldigung, nach vorne gehen wir. In Richtung Jungle Pool. Ja, ihr könnt gerne spulen, wenn euch das jetzt zu lange dauert, aber ich wollte es auch nicht rennen, dann verwackeln die Bilder wieder. Ihr seht, das war an dem Tag ein wunderschönes Wetter. Das Meer hatte absolut den Eindruck eines Ententeiches wieder erweckt. So, und jetzt sind wir hier hinten. Hier wurde gerade Master Chief vorbereitet. Hier eine Krabbelecke für die ganz Kleinen. Jetzt gehen wir nochmal auf den unteren Bereich des Aquaparks. Ein Blick von unten durch die Wasserspiele. Hier rechts geht es dann zu den Treppen, die zu den Rutschen als aber auch zu der Zipline führen. Zipline hatte auch noch geschlossen. Auch aus hygienischen Gründen, weil das Equipment nach jedem Benutzen hätte auch desinfiziert werden müssen. So, hier die Auslaufzone der Wasserrutsche mit den Reifen. Hier könnt ihr gucken, ob euer Kind für die Zipline unter anderem geeignet ist, von der Größe her. Und jetzt gehen wir in den Jungle Pool. Oder die Jungle Pool Lounge.
Hier natürlich etwas wärmer, da das Dach zu war. Aber dafür auch alles sehr in Grün gehalten. Auch hier eine Bar. Ebenfalls alle Barplätze gesperrt, wie auf dem gesamten Schiff. Mehrere Whirlpools findet man auch hier. Bequeme Liegen. Dahinter ein Kicker, Tischtennis. Rechts habt ihr noch kurz die Eisdiele gesehen. Jetzt zeigen wir es euch nochmal. Genau da. Eine weitere Eisbar. So, wir gehen mit euch einmal komplett rum. Das Flackern übrigens von den Displays liegt an der Aufnahme. Also die waren jetzt nicht defekt. Übrigens alles echte Pflanzen, keine künstlichen. Wir werden jetzt wieder durch den Ausgang, wo wir vorhin reingekommen sind, zurückgehen in Richtung Aquapark. Und einigen wird bestimmt jetzt auffallen, hey, hier ist doch frisch gereinigt. Spiele sind aus, war da vorhin alles noch an. Ja, wir haben einen Cut gemacht. Es ist jetzt ein weiterer Tag vergangen. Es ist früh morgens um kurz vor 6. Und ich gehe mit euch jetzt am frühen Morgen auf das Pooldeck, das jetzt noch leer sein sollte. Wie die gesamte Reise, immer wieder strahlender Sonnenschein. Ich glaube, nur ein einziges zum Tag hat es mal kurz ein kleines bisschen geregnet. Mittags kam mal kurz ein Donner und dann muss der Kapitän am Ruder gedreht haben und dann zack war die Sonne wieder da. Das Schiff hat wirklich seinem Ruf alle Ehre gemacht. Das Schiff, das der Sonne folgt. Hier die Miramar Bar. Deck 19. Die Stühle stehen jetzt natürlich nur so chaotisch, weil gerade das Deck gereinigt wird. Wieder ein Blick auf die Rutschen und dann über Deck 18 runter zu Deck 16. Auch hier ein Aschenbecher für die Raucher. Da oben die Ringe, das ist übrigens das Ziel von der Zipline. Die ja Höhe der Rutschen startet. Ein Versuch in den Kids Club zu gucken, aber es spiegelte sich zu sehr durch die Sonne. Hat leider nicht funktioniert. So, Deck 16, Panorama-Deck, Panorama-Pool, tagsüber überall mit Liegen versehen, während am Abend die Liegen weggeräumt wurden und hier Tische aufgestellt werden. Der Pool selbst hatte, glaube ich, eine Tiefe von 1,90 Meter. Drumherum eine Tiefe von, glaube ich, 30 cm, um die Füße mal kurz abzukühlen. Morgens natürlich noch gesperrt, das Netz noch drin.
So, und jetzt hier noch ein Blick auf die Leinwand. Hier fand das EM-Finale statt mit den Italienern. So viele sind nicht an Bord gewesen, aber die, die an Bord waren, haben ganz schön Stimmung gemacht. Oder es waren die Deutschen, die einfach mit Italien gefiebert haben. An diesem Morgen hatte der Kapitän entweder das Schiff in die Sonne gedreht, das Heck, oder es war einfach nur Zufall. Es war ein wundervoller Anblick. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir uns die Brücke genauer angucken. Die Bridge of Sighs. Für meinen Geschmack zu hoch. Ja, man schaut einmal da runter. Uiuiuiui. Da unten Deck 7. Aber dieser Ausblick, der Wahnsinn. Nichts für Leute mit Höhenangst. Also für jemanden wie mich. Dennoch habe ich dann irgendwie es geschafft, diese Aufnahmen zu machen. Und dachte mir, naja, er geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Und bin dann hier die Treppe hoch. Ja, da kamen die ersten Schweißausbrüche. Okay, dachte ich, schön. Aber ach, da geht es ja noch weiter hoch. Nur die Liege stand im Weg. Die kann man hier wegschieben. So, und dann. Ihr seht es ganz vorsichtig, langsam. Ein Blick von hier aus. Die Chance habe ich dann direkt mal genutzt. Video gestoppt und ein paar Fotos gemacht. Weil ich glaube, hier bin ich nicht nochmal hochgegangen. Fotos gemacht und weiter geht es. Dann wollte ich euch noch das Ziel der Zipline zeigen. Da kommt man nämlich von hier aus herunter wieder. Aber musste dann feststellen, geschlossen, da ist eine Tür gewesen. Also wieder runter. So, wir gehen jetzt übers Panoramadeck zurück erst einmal. Ihr seht hier alle die fleißige Crew. Und bewegen uns zum zweiten Buffet-Restaurant. Das zweite Buffet-Restaurant hatte auf dieser Reise geschlossen, hier oben auf Deck 16. Bei 1600 Passagieren hat das da unten gereicht, plus die offenen Restaurants. Bei voller Auslastung könnt ihr oben als auch unten ins Buffet gehen. So, hier der Außenbereich links vom Buffet-Restaurant. Und einmal einen Blick kurz zum Eingang. Das nennt sich hier oben Ocean Point Buffet Restaurant. Aber ihr seht, closed. So, damit wären wir hier oben jetzt soweit fertig. Und wenn das Schiff schon mal leer ist um diese Zeit, nutzen wir doch die Gelegenheit, fahren noch mal runter auf Deck 7 zum Heckpool
zum Beach Club. Der eine Fahrstuhl war geschlossen, besonders der Zugang zum Fahrstuhl, aber die andere Seite hier war offen. Einmal den Aufzug rufen, Hände desinfizieren mal wieder. Und dann einmal abwärts bitte. Allein für diese Aussicht hier hat sich doch das frühe Aufstehen gelohnt. So, Deck 7. Und nochmal ein Rundgang übers Pool. Nee, Quatsch. Über den Beach Club. Die Skyline vom Schiff, offiziell wohl der Skyline von Miami, den ganzen Hochhäusern nachempfunden. Eigentlich ist es ja auch ein Schiff, das in den warmen Bereichen fährt, unter anderem auch Miami, Karibik. Wir haben einfach Glück, dass es dieses Jahr hier bei uns unterwegs ist und man es mal in Nordeuropa erleben konnte. So, Deck 7, hier wieder der Raucherbereich oder die Raucherseite. Gehen wir jetzt hoch auf Deck 8. Zum Buffet-Restaurant Marketplace. Am Anfang des Rundgangs sind wir nur vorbeigegangen. Da war ja auch ordentlich Betrieb drin. Jetzt, kurz nach 6, hat es gerade aufgemacht. Und dann werden wir auch dort einmal kurz durchgehen. Zuvor die Außenbereiche noch hier. Kleiner Tipp: Wenn ihr im Buffet-Restaurant keinen Platz findet, vorne geht immer nach hinten. Irgendwie erleben wir es immer wieder, die Leute bei MSC, die Gäste, suchen sich einen Tisch nahe der offenen Ausgabestelle. Und dort ist dann relativ voll immer. Geben wir einfach zwei der Ausgabestellen weiter, geschlossene Stellen, werden die Tische immer leerer und leerer und meistens ist am Ende alles leer. Auch hier außen mit Getränkebedienung. Kaum saß man, kam auch schon einer von der Crew und hat die Bestellung aufgenommen. Teilweise kamen sie von beiden Seiten und haben sich dann selbst gefragt, na, wer nimmt denn jetzt die Bestellung auf? Auch hier außen eine Bar, auf der anderen Seite genauso. So, und jetzt nutzen wir hier links den Eingang vor der Infinity Bridge und gehen den offiziellen Weg ins Restaurant, weil neuer Tag heißt auch gleichzeitig wieder Temperaturkontrolle. Und damit wir die dann schon mal abgeschlossen haben, gehen wir jetzt hier vorne rein. Steht er schon, kommt mit seinem
Fieberthermometer an. Und einmal messen bitte. Lass mich raten, jeden Morgen 36,3. Ich glaube, einen Morgen hatte ich 34. Aber war dann auch okay. Lieber zu kühl als zu warm. Hände desinfizieren natürlich. Und dann den Zeichen folgen. Hier steht dann jemand morgens, jetzt ist er noch nicht da, und gibt das Tablett mit dem Besteck raus. Und dann kann man sich hier von Station zu Station bewegen. Hier die Kaffee- und Teestation. Hier steht dann auch ein Mitarbeiter. Selbstbedienung ist gar nicht auf dem Schiff. Es wird alles von einem Mitglied der Crew überreicht. Wenn man etwas vom Buffet haben will, reicht man seinen Teller rüber oder bekommt einen neuen. Ja, ihr seht, noch total leer. Hat sich noch keiner zum Frühstück verirrt. Ist auch der letzte Tag der Reise, also der dritte Seetag. Hier rechts auch eine Kaffee- und Teestation. Auch hier hinten war immer eine besetzt, auch wenn hier alle Ausgabestellen zu waren, dass man vorne sich nicht anstellen brauchte, wenn es etwas voller wurde. Aber wer die Getränkepakete inklusive hatte, hat sich eh einen Kaffee an den Tisch bestellt, einen echten italienischen Kaffee Americano, Kaffee Crema, während es ja nur an den Ausgabestellen ganz normalen schwarzen Kaffee gab. Ja, Brötchen eingestimmt auf alle Deutschen, also von der Konsistenz, von der Brötchenauswahl. Oh, da sitzt noch jemand, noch ein Frühaufsteher. Hier vorne noch die Wellnessstation für frisches Obst, Obstsalat konnte man sich hier geben lassen. Und damit wären wir jetzt durch mit unserem Rundgang. Zum Abschluss noch ein paar zusammenfassende Impressionen vom Schiff. Und dann wünschen wir allen, die demnächst an Bord gehen sollten, eine wunderschöne Reise. Hier wartet auf jeden Fall ein tolles Schiff für euch. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.